Hallo und willkommen zurück bei Dishonored. Wir sind... Ich kann nur ein Tablett tragen. Ich bin auch nur ein Mensch. Glauben Sie, es gibt mich zweimal? Oh, weiß nicht, was mehr schmerzt. Füße oder Nacken? Oh. Bring mich noch frühzeitig ins Grab. Wer ist da? Oh, scheiße, der sieht mich ja. Ich hab mich eben nicht gesehen. Ich wische mir... Was ist denn jetzt los? Und was ist hier los? Weiß ich nicht. Bei meinem Glück ist das der Kronleuchter. Oh jo. Wir wollen das manipulieren. Oh, das da hinten ist noch manipuliert. Das hier vorne? Nicht. Oder? Oder wie sehe ich das? So, ich setze mal kurz wieder den Walöltank ein. Guck mal kurz, wo der hinführt. Oh. Ah, okay. So, jetzt müssen beide für uns agieren. Das heißt, der Roboter dürfte uns nichts mehr tun können. Hallo? Gut, die Maschine. Kampfprotokoll 8. Wiedergabe sagt junge Frau. Bewaffnet. Adliges Profil, aber feindlich. Wiedergabe. Was macht er da? Na gut. Innere Tresortür. Äußere Tresortür. Komm hier irgendwie nicht rein. Okay, Moment mal. Bevor wir jetzt hier einfach mir nichts, dir nichts hingehen. Boah, zum Glück habe ich noch vorher gespeichert. Alter. Okay. Ich glaube, bei keiner Mission bin ich so oft gestorben wie in dieser Mission. Aber ich glaube, das ist normal. Oder ich habe heute einfach keinen guten Dishonored-Tag. Aber es macht Spaß. Okay. Okay, wie kriegen wir denn erst die 10? Hä? Hä? Das ist hier. Kann ich das denn jetzt... Generell weiß ich ja immer noch nicht, wie ich die Tresortür aufkriege, aber... Wie kann ich... das denn kaputt machen? Kann ich da... Warte. Ich habe doch hier so... sowas. Nee, das funktioniert nicht, ne? Haben wir ja schon mal ausprobiert, ne? Zu drehen. Und als Schatten kann ich da auch nicht rein, ne? Aber selbst, Moment, es ist glaube ich total egal, ob wir von außen oder von innen kommen. Die Tresortür öffnet sich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, also das ist, glaube ich, egal, ob wir... Moment, wir machen mal hier auf. Ich schwimme nochmal kurz zurück. Jetzt habe ich das eigentlich extra für euch rausgeschnitten, aber... Noch mal kurz Luft holen, bevor wir hier runtertauchen.
So. Ach, ich bin immer bei sowas total still, weil ich, ach, Unterwasserszenen sind echt irgendwie nichts Schönes für mich. Wie bekomme ich die Tresortür denn auf? Mag mir jetzt mal jemand sagen? Vielleicht steht was im Missionshinweis. Die Tür zum Tresor ist verschlossen. Findet den Tresorschlüssel. Im Ernst? Der liegt hier bestimmt nicht irgendwie rum. Der Dings hatte einen Schlüssel. Der Doppelgänger hatte einen Schlüssel. Aber den habe ich jetzt nicht genommen. Ich habe das gesehen. Da habe ich gedacht, ah, okay, ist das einer, den man gebrauchen könnte, aber... Münzen. Den habe ich da auch geplündert. Ich glaube, da war etwas. Vielleicht nochmal im Büro schauen. Ansonsten mal in den anderen Gebäuden schauen. Ich habe doch eigentlich alle geplündert, ne? Egal, was los ist. Ich konzentriere mich auf meine Arbeit. Okay. Ich bin kein Held. So, bei der Delilah. Geld. Kabelwerkzeug? Kabelwerkzeuge sind auf jeden Fall unsere Freunde. Ah, weiß nicht, was mehr schmerzt. Füße oder Nacken? Ich hab echt... keine Ahnung. Haben wir auch schon geschaut. Im Büro vielleicht von ihm. Da könnten wir mal schauen, aber ich glaube, hier in so Schränken ist es nicht. Beziehungsweise da könnten wir nochmal schauen. Denn... wir waren hier ja schon drin. Mir wäre das aufgefallen. Mir wäre ein Schlüssel aufgefallen, glaube ich. Mir ist ja direkt der Schlüssel bei dem Dings aufgefallen. Kurz. Der ist ja noch in den Gemächern, ne? Fahren mal kurz mit dem Aufzug. Wo ist der Aufzug nochmal? Hab ihn doch gerade eben gesehen. Ach hier. Okay, und jetzt auf 4. Hier waren wir ja schon. So, wo ist er denn jetzt? Der läuft ja auch noch rum. Ich wusste es. Immer kommt er selber.
Das ist der richtige. Was für ein Tag. Das Essen kam zu spät. Das Badewasser war zu warm. Meine Pantoffeln standen an der Pfeife. Der ist bestimmt oben. Ja, ich glaube, dass der oben wieder ist. Ich bräuchte den Schlüssel. Truhenschlüssel ist das nur. Aber da muss ich mal nachschauen, wo der, also im Internet, wo der sein könnte. Denn was ist das hier? Ja, ist egal. Dunwall. Ist schlimm. Die Kinder. Was ist hier los? Ach Mann, manchmal funktioniert das, manchmal nicht. Ich hoffe, der bringt ihn jetzt nicht um. Na gut, ich schau mal eben, wo der Tresorschlüssel ist, denn ich habe echt eigentlich keine Ahnung, wo der sein könnte. Wir waren im Thronsaal. Der ist ja da. Was war hier los? Oh, da oben steht er immer noch drauf. Na gut, ich sage mal bis gleich. So, da bin ich wieder. Wir haben den Schlüssel zur Abbey des Tresorraums schon. Ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Daher gehen wir mal wieder zurück. Ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird. Wir gehen mal zu Reception Dining und dann ganz nach unten. Probiere ich. Ich rauf dich da herum. Brauchen Sie was? Ja, alles gut, alles gut. Ich kann rein gar nichts für Sie tun. Gehen Sie weg. Oh, was ist hier passiert? Hey, wer rennt da drüben herum? Keine Ratte. Du bist so umgerannt. So, ich habe den Schlüssel zu dem Tresorraum. Ah, mal ganz im Ernst. Das tut mir leid. Schidibidi. In dem Ding hat Ashworth Delilahs Geist aufbewahrt. Jetzt sammeln wir mal den Geist auf. Das ist es. Du musst dich aus diesem Totengefäß befreien. Nur so kannst du Delilahs Geist einfangen. Ich weiß nicht, wie das geht. Du warst alles, was ich je wollte. Ich bin so lang wie möglich geblieben, um dich zu leiten. Die Welt ist dank dir eine bessere. Finde Frieden, Mutter. Ich werde dich immer ehren. Oh, Emily. Ich liebe dich. Und das ist mein letzter Gedanke, bevor ich vergehe. Alles erledigt. Jetzt kommt Delilahs Geist zurück nach Dunwall. Meine Halbschwester? Nur ihr Fleisch bleibt noch. Vielleicht hat Delilahs Geist ihn zusammengehalten. Ich weiß, dass hier eine Maschine ist.
Aber ich weiß nicht, die ist wahrscheinlich jetzt gerade zerfallen, ne? Das Leben ist endlich fort. Das dient nur der Dekoration. Ihre Belohnung ist Frieden. Krass. Ja. Krass. Okay. Ja, dann verschwinden wir mal hier. Ja, wir gehen mal kurz hier raus. Und zwar hier übers Wasser. Ja. Das ist schon krass einfach, wie weit wir jetzt hier schon gekommen sind. Also... Also so viel kann ja jetzt nicht mehr passieren. Wir haben ja eigentlich schon alles um die Layla. Kaputt zu machen, sage ich jetzt mal. Krass. Oh. So. Einmal hier hoch. Also, das mit dem Schlüssel war doof. Aber sonst. Ich werde wahrscheinlich auch niemals ein Spiel durchspielen, dieses Ghosting, also das wie ein Geist hier durchgehen. Das werde ich wahrscheinlich niemals schaffen. Müssen wir warten. Ah, okay. Können wir uns hier hinsetzen, so lange? Ah. Und die Vögel, die haben komische Schatten auf dem Wasser. Und müssen wir zu ihr? Oder wie fährt sie? Fährt sie noch? Okay. Das war's? Der Niedergang von Kanaka? Von nun an wird der Herzog von besseren Sternen geführt. Zurück zur Dreadful Whale und dann weiter nach Dunwall. Ja, endlich. Um mir den Thron zurückzuholen und meinen Vater zu retten. Sind Sie bereit? Ja, wir haben alles gesammelt. Also bringen Sie mich zurück. Zum Schiff zurück. Gut, wie Sie wünschen. Ja, Gegner getötet. Oh, wir waren mega tödlich. Oh. Oh no. Das ist nicht so cool. Na gut, ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Wir sind hier echt ein bisschen... Ich bin hier echt ein bisschen durchgegangen, aber das am Anfang habe ich auch so genervt. So. Hoffentlich kriegen wir trotzdem noch das gute Ende. Ja, ich würde sagen... Das war's mit dieser Folge Dishonored 2. Ich hoffe, ich habe mich damit jetzt nicht das gute Ende versaut. Ich hoffe nicht, weil ich ja die meisten eigentlich immer nicht tödlich hatte. Also glaube ich, eine ist schon okay. Und ja, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mach's gut.